Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, in der letzten Folge habe ich ja erstmal abgebrochen, weil ich gedacht habe, dass das Ganze wahrscheinlich ein Bug ist, weil man die Leute nicht sehen kann. Mittlerweile hat mir ein lieber Zuschauer geschrieben oder eine Zuschauerin, ich weiß es gerade nicht mehr, dass man die aufdecken muss. Ich habe jetzt mal geschaut, ich habe hier Lokis Totem. Benutzen beschwört Lokis Totem, dass alle Benutzer von Blutmagie innerhalb von 20 Meter aufdeckt. Wie ich es jetzt benutze, weiß ich nicht. Kann ich das? Also, rechte Maustaste, okay. Hallo. Die haben mich jetzt erschrocken. Ich dachte, ich wäre noch gar nicht im Kreis drin. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, nimm doch einfach das, was du schon anvisiert hast. Ich brauche ein Ziel. Boah. Jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Weil laut dem Ding hier oben stehen wir ja noch gar nicht in einem Kreis drin. Oh, das heißt, die sind wahrscheinlich, gehören dann wahrscheinlich auch dazu. Wo war das jetzt da? Sehr schön. Wie viel müssen wir eigentlich? 9 insgesamt. Okay. Ja, also dadurch ist das Ganze dann doch wesentlich einfacher, als ich gedacht hatte. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Oh, da muss man überhaupt erstmal drauf kommen, dass man das hier. Wieso habe ich hier das so komisch drinstehen? Ich weiß nicht, das muss mit dem Zauber, denke ich mal, zu tun haben. Kein Ziel. Ich Doch, hast du. Nimm das, was du die ganze Zeit angeschossen hast. Ich brauche ein Ziel. So. Haben wir jetzt hier alles? Ja. Okay. Wir brauchen noch 3. Ja, wir hatten gerade 5, haben 2 getötet und brauchen immer noch 3. Na gut. Muss ich nicht verstehen? Egal. Ich meine zumindest, wir hatten 5 oder hatten wir doch 4? Ich weiß es gerade nicht. Ist ja auch egal. So, nimm den. Ich habe kein Ziel. Doch, hast du. Ist schon anvisiert und alles. Du musst nur draufhauen. Ich muss zuerst etwas So, sehr anvisieren. schön. Dankeschön. Dann haben wir keinen Einzelnen mehr hier, oder? Doch, da ist noch einer, aber ich glaube nicht, dass der dazugehört, ne? Denk mal, das sind alles nur die gelben, oder? Wir können es mal ausprobieren. Nee, meine ich doch. Der gehört da nicht zu. Das sind immer diese Doppelten, die so diese gelben Waffen haben. So wie es aussieht. Schieß doch mal. Ich brauche ein Du Ziel. sollst den nicht aufheben, du sollst ihn anschießen. Warum drücke ich denn hier die ganze Zeit die Ich zwei? habe kein Ziel. Oh Gott. So. Spreche mit Hexfürst Rahl auf der Terrasse. Moment. Das sieht aus, als ob ich da hoch. Nee, das ist zu weit, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, von wo wir jetzt eigentlich kamen, weil ich das ja jetzt unterbrochen hatte. Aber da ist doch. Das grüne Ausrufezeichen ist doch da, wo ich es abgeben muss. Das wäre dann da unten. Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Nee, Moment. Verbotene Praktiken? Ach, das ist gar nicht das grüne. Au Was ist denn das grüne Ausrufezeichen? Briefkasten. Ah, okay. Ja, gut. Dann gehen wir aber trotzdem erstmal wieder zurück zu dem Fragezeichen. Briefkasten. Aber ich kann doch nichts bekommen haben. Ich habe doch nichts. Also, ich habe einmal was bekommen. Das war die Sache mit Twitch. Wo wir das Reittier bekommen haben, ganz am Anfang, bevor ich das mit der Aufnahme begonnen hatte. Aber sonst kann ich mich da nichts dran erinnern. Mit den weisen Worten meines Loas. Ducken! Ganz lustig. Haben wir heute einen Clown-Drachen gefrühstückt? Mögen die Kriegswinde immer günstig für euch stehen. Ich wette, Loti wollte, dass ihr alle Trolle tötet, die mit Blutmagie zu tun hatten, richtig? Aber damit ist die Sache noch nicht erledigt. Die Blutmagie ist schon uralt und unsere Leute sind ihr erst erlegen,
seit die Mauern an der nördlichen Grenze gefallen sind. Kommt, wir machen einen kleinen Ausflug und patrouillieren die Grenze zu Nazmir. Von da kommen all die bösen Gedanken. Mit den weisen Worten meines Loas. Geht endlich weg. Ich versuch's. Können wir hier mit patrouillieren? Ich zeig euch die besten Ecken und ihr habt dann die Ehre, mal so ein Totem des Scharfsehers runterzuschmeißen. Okay. Sieht ja schon cool aus. Das Gute ist, er fliegt gerade für mich. Oh. Dinosaurier. Wir sind am Bluttor. Fliegende Spinnen oder was ist das? Hä? Ach du Schande. Lala, so sieht's viel schöner aus. Die Patrouille kann beginnen. Von außen und von innen. So. Ich wollte gerade sagen, nicht landen. Das ist gerade so schön hier mit dem Fliegen. Es macht richtig Spaß. Ich meine, ich kann zwar selber nicht fliegen, also sprich, ich darf nicht selber fliegen, aber das macht richtig Spaß, dabei zu gucken. Was war das denn? Oh, was ist denn hier? Okay. Dann einmal übers Wasser. Ich denke, jetzt kommen wir wahrscheinlich bald wieder zurück. Was ist denn das da hinten? Sicher irgendwas zum Abbauen oder so. Da unten sind sie wieder am Kämpfen gewesen. Komischen großen, weiß ich nicht, Wildschweine? Wildschwein-Dinosaurier, ich weiß es nicht. Da fliegt noch einer. Hallo. Hallo und tschüss. Oh nein. Oh nee. Ich dachte, wir müssen jetzt hier absteigen. Aber hier sind wir doch eben schon mal gewesen, oder nicht? Oh, süße kleine Dinosaurier. Das ist doch wieder der Anfang. Hä? Wie lange müssen wir die Patrouille denn machen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Totems des... Moment, Totems des Scharfsehers platziert. Oh! okay... Ups. haben wir die dabei? Salziges Fleisch, Säbel. Können wir das mit rechts oder links machen? Also ja, rechts anscheinend ja nicht. Aber ich fand das so schön gemütlich, hier so durchzufliegen. Kommt hier nochmal so eine Stelle mit dem Gelben. Aber wie sollen wir die platzieren? Also Linksklick könnte ich mal ausprobieren, aber... Macht die Saurier mal nie sauer. Okay, das war's anscheinend nicht. Oder er wollte es jetzt nur nicht hier machen? Ich dien Paku, einem von den ältesten Lore. Achso, Moment, hier ist noch was. Das muss man ja erstmal wissen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Rückkehr zur Terrasse, okay. Dann. Können wir das auch von hier aus? Nee. Müssen wir schon. Oh. Schmeißen wir mal einfach die Totems weg, kein Problem. Ups. Es wäre gut, wenn du gerade ausguckst, damit ich sehe, wo du da... Wohin du das machst, so. Jetzt fliegt der nicht nach links, das macht er es auf dem Rückweg, okay. Ach, das muss man auch erstmal wissen. Ich dachte, das ist so schön, das sind so schöne Bilder, wir gucken uns das alles mal an. Hier rechts können wir jetzt auch nichts machen. Zack.
Vor so ein paar Jahren wurde dieses ganze Land vom Kataklysmus erschüttert. Unsere nördlichen Tore stürzten ein und Horden von wilden Bluttrollen stürmten dadurch. Jetzt fliegt der extra nicht darüber. Sauerei. Also die nachfolgenden Let's Plays können sich noch um Stunden verschieben. Da haben wir das erste Mal richtige Blutmagie zu spüren bekommen. Nicht den Kinderkram der schwächeren Stämme. Fliegt doch mal ein bisschen besser darüber. Unsere Verteidigung wird schwächer. Prinzessin Talanji fragt schon länger nach mehr Truppen, aber ihr Vater reagiert nur langsam. Also wendet sie sich an die Horde. Nicht dein Ernst jetzt. Okay. Es vergeht keine Woche, ohne dass sich nicht irgendwelche Sandalari der Blutmagie zuwenden, die sie von den Frevlern in Nazmir gelernt haben. Hallo. Ich brauche noch mal so einen Kreis. Irgendwas fühlt sich komisch an. Ich spüre eine große Macht im Innern von Sanchul. Ich setze euch mal bei Loti ab. Okay. Sagt ihr, die Quelle der ganzen Probleme ist vielleicht direkt in Sanchul. Okay, mache ich. Jetzt darf ich das aber auch wieder so schön anzeigen lassen. Weil jetzt fliegt er ja wirklich automatisch zurück. Oh, das war jetzt wirklich, ich habe das überhaupt nicht. Ja, ich meine, man hat diese schönen Szenen, wie der hier drüber fliegt. Und ich habe mir dann vorgestellt, vielleicht irgendwann mal ein Reittier zu haben, wo man mit drüber fliegen kann. Ja, ey, du kannst mich doch nicht einfach von ganz da oben runterwerfen. Das ist ja eine Sauerei. So, Hallöchen, Prinzessin. Schon mal das Tier rausgelassen? Das war gar nicht die Prinzessin. Oh, diese Haken-Nasen-Stoßzahn-Visage wollte euch also mit einem kleinen Ausflug beeindrucken, ja? Achso, Schärpe, zurzeit angelegt, Rüstung würde sich erhöhen, Intelligenz nicht, Ausdauer bleibt gleich, Tempomeisterschaft bleibt auch gleich und hier Rüstung und Intelligenz wird schon höher gehen, Ausdauer wird auch höher gehen, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die Lass das Tier raus, Mann! Ich bin Kriegsdruidin Loti, ich spreche für Gong. Den Loa der Formen und Meister der Jagd. Ich bin auch ein Mitglied im Rat der Zahuli, aber das habt ihr sicher schon gewusst. Ordnung wiederherstellen. Lasst euch nicht sehen! Irgendwie fühlt sich komisch an. Nee, irgendwas fühlt sich komisch an, sonst hat Ral nichts gesagt. Sein Terror-Dachs-Schwarm flattert überall im Hof von Sanchul rum. Die sind verrückt geworden. Verscheucht sie, bevor sie sich oder andere verletzen. Okay. Wählt euren Loa mit Bedacht. Das ist jetzt die andere Quest direkt, ne? Die will ich jetzt aber im Moment eigentlich noch nicht annehmen. Ich würde die gerne nach und nach machen. Dass ihr immer eure Feinde erschnüffeln könnt. So, wie verscheuche ich die denn? Muss ich die anschießen oder sehen die mich und hauen ab? Ich könnte mir beides vorstellen. Hallo. Ah, okay. Die sehen mich und hauen ab. Das ist schön, da muss ich nicht kämpfen. Hui. Was ist das für einer? Ich dachte gerade schon, die Kleinen greifen mich an. Wieso kommt der Große jetzt plötzlich hier an? Was sind das alles für komische Blaue? Hilfe! Ich kann noch nicht zaubern. Achso, ich kann immer noch nicht. Hallo? Was zur Hölle war das jetzt bitte? Okay, da kamen die her. Aber warum greifen die mich an? Sind das denn Kinder oder so? Ja, doch, das könnte sein, ne? Lasst mich raten. Ihr habt euch übernommen? Nö. Überhaupt nicht. Da muss ich runter.
Boah, hier sind aber auch die Großen. Oh Gott. Okay. Ich will aber nicht zum Friedhof. Ich will mich wieder... Moment, nee, das ist eine Schatzkiste? Oder was ist das für ein Zeichen? Das ist das, wo ich gerade zurückgekehrt bin. Oh, ich hasse das, wenn ich in dieser Gestalt bin. Muss ich mit dir reden? Was macht ihr hier, Mann? Eure Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, mein Leichnam soll doch da unten sein, oder nicht? Ach so, aber auf der linken Seite? Oder wie? Ah ja, klar, der ist ja hier. Ja, 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 okay. Dann muss ich da halt jetzt ein paar Mal durchlaufen. Und die immer aufscheuchen. Geht ja dann nicht anders. Ich will euren Kindern doch nichts Böses. Das ist mir irgendwie sehr blöd gemacht dann. Also ich denke nicht, dass ich die Großen jetzt großartig besiegen kann. Hallo? Nein, ich bin im falschen Bildschirm. Ah! Oh Mann, ich war im falschen Bildschirm. Das ist nicht dein Ernst. Na gut. Also irgendwie, vielleicht hätte ich auch doch die andere Quest noch annehmen sollen. Ich habe keine Ahnung. Wupp. So, bis zur Wiederbelebung. Zack. Und da können die Großen doch eigentlich nicht rein. Kann ich nicht einfach da reinlaufen? Einer fehlt mir noch, nein. Jetzt lauf. Okay, aber ich hab's geschafft. Immerhin. gut. Ist nicht Sinn und Zweck der Sache, das so zu machen, aber... Ihr habt euch übernommen. Nö, ich hab nur keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, dann können wir hier den Geist... Aua, den Geist freilassen. Greifen die mich denn auch an? Ach, jetzt müssen wir auch noch warten, oder was? Greifen die mich denn auch an, wenn ich denen gar nichts tue? Jetzt ist die Frage, wo ist denn das Fragezeichen? Das ist doch ganz oben, oder? Das ist nicht da drin, nehme ich mal an. Was sind das für komische Dinger mit diesem Spross hier? Sieht irgendwie seltsam aus. Manchmal läuft das mit dem Typen mit, manchmal nicht. Jetzt läuft es wieder parallel dazu. Das ist irgendwie ganz seltsam. Wobei das ja offensichtlich auch Dinosaurier von hier sind. Aber anscheinend welche, die jetzt nicht hier hingehören. So. Ach, bei ihm kann ich abgeben. Achso. Ich grüß euch, Pakura-Ei. Warum verscheucht ihr meinem Schwarm? Wählt euren Lore mit Bedacht. Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir auch noch die zweite Quest hier noch schnell machen, wenn das denn einigermaßen schnell geht. In der Hoffnung, dass sie mich jetzt nicht angreifen. Ich meine, im Moment sehen sie nur noch ganz friedlich aus. Ich darf es nicht zu laut sagen. War das hier runter? Ich glaube ja, oder? Ah, hier. Nee, das ist die gar nicht. Das ist eine andere Quest. Ach, ich dachte, das wäre jetzt eine zweite. Was wollt ihr? Redet schon. Lasst mich raten. Die Saurid haben euch also auch was gestohlen. Hm? Also, ich habe keine Zeit, nach allen Kleinigkeiten zu suchen, die diese Wadenbeißer sich krallen. Wollt ihr etwas Geld verdienen, dann helft mir, ein paar von denen zu schnappen. Und wenn nicht, dann lasst mich in Ruhe. Okay. Unser Königreich erobert keiner. Diebische Schnapper getötet. Ja, aber wer sind diebische Schnapper? Diebische Schnapper? Seid ihr diebische Schnapper?
brauche ein Ziel. Ja, seid ihr. Okay. Da ist noch einer. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Boah, dieses Nervige. Ich muss zuerst was anvisieren. Oh, das ist so. Wo sind die denn jetzt hingelaufen? Da. Bleib doch mal stehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Geh mal aus dem Weg hier. Ich muss den looten. Ich kann ihn gar nicht looten. Jetzt rennt der einfach weg. Da war doch auch noch einer hier gerade. Wo ist der denn? Komm. Oh, der ist nicht in Bewegung. Und ist in Reichweite. Wieso kann ich den... Hey, hallo? Hä? Was war das denn gerade? Folgt dem Großen. Moment, da muss ich hier hin. Habe ich jetzt einen Dinosaurier? Nee. Hä? Was ist das? Oder will der sich dafür rächen? Ach so, folgt dem Großen. Ach so, das meinen die mit Großen. Ah, verstehe. Ja, aber wieso rennt er mich dann um? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh. Da sucht den Müllhaufen. Für die einen ist es eine Müllhalde. Für die anderen eine Fundgrube. Denkt dran, wenn ihr Glitzerzeug findet, bringt's zu Gianni. Sucht Freundschaften auch in Kniehöhe. Okay. Diebin und Mörderin, hört mich an. Ihr steht vor dem Patron der Sammler, dem Fürst der Diebe, dem Gott des Mülls, dem Herrscher über Gesindel und dem Wahrer der Geheimnisse. Ihr steht vor mir in einem Gewand so kostbar wie das Gold mehrerer Königreiche und mit Waffen, die mehr kosten, als selbst meine treuesten und angesehensten Anhänger je verdienen werden. Scheint mir ein guter Zeitpunkt, euch eine Lektion zu erteilen. Jetzt könnt ihr in all eurer Macht und Pracht erfahren, wie es ist, im Müll wühlen zu müssen. Wenn ihr geht, seid ihr nicht mehr so groß und stark, was? Geht, mein Diener. Ah, geht, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Diese Rattenokano, die euch befohlen hat, meine Art zu töten. Beißt ihn und verdient euch eure Gestalt zurück. Screenshot gespeichert. Okay, ich beiß ihn, ich beiß ihn. Das tut mir leid, ich musste jetzt gerade... Ah, das ist irgendwie niedlich. Ich weiß schon die Überschrift für diese Folge. Wildasaurit, seid ihr wieder tot? Eigentlich nicht. Hä? Wieso sterbe ich? Ich will doch nur dahin laufen. Vorsicht vor Spinnen, mein kleiner Saurit. Ich bin vielleicht der Gott der Geheimnisse, aber Jasma ist die Herrin der Spione. Ah, okay. Sie legt ihre huschenden Späher in mein Reich zu schicken, immer auf der Jagd nach meinen Kindern. Also die Typen mit den, also der Typ mit dem Speer da, der mag mich wohl nicht so besonders. Das ist die Frage, wie komme ich an dem vorbei? Wildasaurit, seid ihr wieder tot? Hallo? Ich war noch nicht mal in der Nähe von der Spinne. Also in der Nähe schon, aber die ist noch nicht mal zu mir gekommen. Ach, der mag mich auch nicht. Okay. Wildasaurit, seid ihr wieder tot? Okay, da hinten scheint noch einer die Aufgabe zu machen. Oder das sind die, die hier drin sind immer. Ich weiß es nicht. Okay, also hier halten wir uns mal ganz rechts. Da würde ich sagen, halten wir uns ganz links. Blöder, wie kann ich dann... Seid ihr wieder tot? Moment. Sprinten. Ach so. Ah, okay. Das habe ich jetzt erst gesehen. Natürlich habe ich es jetzt erst gesehen. 6 Sekunden lang. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall hier machen, wenn wir hier sind.
Oder? Muss ich hier hin? Ah, nee, ich muss den beißen, ne? Habe ich ihn jetzt gebissen? Ja, ich habe ihn gebissen! Beziehungsweise ich beiße ihn immer noch. Ist das so gewollt? Ah ja, anscheinend ja. Hallo? Laufen ist ein Ort, wo man sein Zeug aufbewahrt, während man loszieht, um mehr ranzuschaffen. Haha, gut gemacht, reiche Fremde. Haltet in diesem Land die Augen offen. Könnte passieren, dass euch eins meiner Kinder auf einen interessanten Ort hinweist. Sucht Freundschaften auch in Knie. Okay. Na gut. Das war ja mal klasse. Posteingang ist nichts drin. Ja, dann weiß ich nicht, warum ich dieses Ausrufezeichen hatte. Ja, das war tatsächlich mal eine wirklich lustige Story, die wir jetzt am Ende noch gemacht haben. Dann würde ich sagen, oh, was ist das denn? Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge mit einer anderen Quest wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.